Und jetzt ist sie bei uns, die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt, Isabel Werth. Sie tanzt mit Pferden, berührt damit Zuschauer weltweit. Nach jahrzehntelanger siegreicher Arbeit reitet sie auch schon dieses Jahr, schon in 2 Wochen bei den Olympischen Spielen in Paris. 7-fache Olympiasiegerin, 9-fache Weltmeisterin, 21-fache Europameisterin sowie 14-fache deutsche Meisterin. Und damit an der Weltspitze. Isabel Werth. Letzte Woche konnte sie sich beim internationalen Reitturnier, dem CHIO Aachen, beweisen. Und sich damit die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 sichern. Die 54-Jährige bildet Dressurpferde in Rheinberg in NRW aus. Dort ist sie auch in dem landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern aufgewachsen. Mit 5 Jahren das erste Mal im Sattel und jetzt im Spitzensport. Doch das reicht ihr nicht. Nebenbei kreiert sie ihre eigene Modemarke, schreibt Bücher über die Arbeit mit Pferden und steckt als Mutter mitten im Familienleben. Wie ihre Vorbereitungen für die Olympischen Spiele 2024 bisher laufen? Jetzt bei uns im Studio, Isabel Werth. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Allein diese Bilder inspirieren so sehr. Es ist eine Wahnsinnskarriere, die du bisher hingelegt hast. Herzlichen Glückwunsch dazu und herzlichen Glückwunsch auch jetzt zur Qualifikation für die Olympischen Spiele. Das geht in 2 Wochen los in Paris. Wie laufen da jetzt gerade die Vorbereitungen? Ist man da gerade jeden Tag im Training oder ist es auch noch ein bisschen entspannter? Also jetzt haben wir nach Aachen tatsächlich so ein ganz bisschen Luft und haben diese Woche mal so nur leichtes Bewegungsmuster vor uns. Aber das Organisatorische ist jetzt das, was die Zeit nimmt, alles zu organisieren, dass wir wissen, wie, wann, Trainingslager. Wir sind ab dem 22. Praktisch vor Paris im Trainingslager für ein paar Tage, also im Vorort. Und ja, und das braucht jetzt etwas Packen, Organisatorisches im Vorlauf. Absolut, das kann ich mir genau vorstellen, gerade auch Reisen mit Pferden und so weiter, da hängt ja mit Sicherheit ganz viel Organisation dran. Jetzt wollen wir aber erst noch einmal wissen, wie bist du letztendlich auf diesen Pferdesport gekommen? Letztendlich hat man das ja immer so im Kopf, Pferdemädchen zu werden, das ist ein Traum von ganz, ganz vielen Mädchen. Wie war es bei dir? Warum ist das so eine Faszination? Ich bin zu Hause auf dem Bauernhof groß geworden. Da gab es alle Tiere und natürlich auch Pferde. Meine Eltern sind pferdebegeistert und haben mich damals natürlich auch vorne mit aufs Pferd gesetzt. Waren aber ganz normale, ich sag mal, mehr Hobbyreiten, ländliche Reiterei. Und so habe ich eher reiten lernen, als dass ich laufen gelernt habe. Also das war so ganz natürlich und ganz normal. Und du machst das schon so lange, zwar auch auf verschiedenen Pferden, aber du hast immer wieder eine ganz besondere Connection zu den einzelnen Pferden, auf denen du reitest, mit denen du gerade diese Dressurturniere begehst. Wie bekommt man so eine Verbindung zu dem Pferd? Wie entsteht sowas? Na, das wächst einfach zusammen. Es ist ja häufig eine jahrelange Zusammenarbeit, die so wächst. Die ist wie bei einer Beziehung zwischen Menschen. Da ist erst mal mehr, mal weniger sofort ein Urvertrauen da oder eine besondere Beziehung, eine besondere Chemie, die stimmt. Bei einigen ist es sofort da, bei anderen wächst das erst. Da ist man so ein bisschen noch mal, schaut man, was ist denn da so los? Und das gibt einfach eine sehr vermenschlichte Beziehung. Ich sage immer, das sind so meine Lebensabschnittsgefährten. Viele Pferde begleiten mich 10, 12, 15 Jahre lang. Und das hat schon eine ganz besondere Emotion dann auch. Ja, darüber hast du auch geschrieben in deinem Buch, was für ein Mensch ist mein Pferd. Und daraus sieht man ja auch, oder man liest daraus vor allem, dass eben Pferde so einen speziellen Charakter auch haben, beziehungsweise eine Persönlichkeit eben auch haben, wie natürlich alle Tiere. Aber bei Pferden guckt man natürlich auch ganz besonders darauf, weil ihr eben mit denen Sport macht. Und dieser Sport steht tatsächlich auch manchmal in der Kritik, weil man eben sagt, das sind Tiere, was macht man damit? Gerade auch, wenn es jetzt zum Beispiel nach Paris geht. Die Pferde werden dorthin geflogen, nehme ich zumindest mal an. Wie gehst du mit so einer Kritik um?
Naja, also eine konstruktive Kritik ist immer wertvoll und auch wichtig. Und es ist auch wichtig, dass wir es mehr und mehr schaffen, Menschen, die mit Pferden so gar nichts zu tun haben, die das vielleicht ein bisschen skeptisch oder auch kritisch sehen, transparent darzulegen, was eigentlich passiert. Die Pferde werden teilweise nach Paris geflogen, je nachdem, ob sie aus Übersee kommen. Wir haben natürlich einen kurzen Weg. Die Pferde gehen in einen sehr komfortablen LKW, werden dorthin transportiert. Das sind ein paar Stunden. Und die Pferde sind sehr reiseerfahren. Das hat sich aufgebaut über die Jahre hinweg. Und das ist für sie genauso, als wenn wir ins Auto steigen oder ins Flugzeug steigen. Das ist gar nicht stressig für sie. Und werden dann dort wirklich mit allem Komfort versorgt. Und dass ein Team 24/7 sich tagtäglich um das Wohlbefinden der Pferde kümmert, dass sie auf die Wiese, aufs Paddock, aufs Laufband, in einen Aquatrainer, eine top-medizinische Betreuung, ein physiotherapeutisches Programm. Also es wird schon. Hört sich wirklich an, wie alles, bei Menschen fast ja, so. Es also ist klar, so. Ein hartes Training auch, aber eben auch so, dass man da zumindest drauf aufpasst, dass es den Pferden gut geht. Ist so. Und das sind vorselektierte Spitzenpferde. Mhm. Das ist nicht so, dass wir versuchen, aus einem vielleicht nicht so geeigneten, talentierten Pferd ein Spitzenpferd zu machen, sondern diese Pferde bringen das Potenzial mit. Das ist so wie eben Menschen, die für gewisse Talente haben und da gefördert werden, um sich dann auch entsprechend beweisen zu können. Und so ist es bei den Pferden auch. Ja. Und das ist ein Aufbau über viele Jahre, bis das irgendwann dann hoffentlich das auch so sich entwickelt, wie man sich das vorgestellt hat, die Vision wahr wird. Ja, absolut. Und jetzt wollen wir aber noch mal einmal auf deinen Erfolg achten und darauf schauen. Du hast schon 7-mal die Olympischen Spiele bei den Olympischen Spielen gewonnen, habe ich jetzt gerade sogar. Oder warst du zumindest schon 7-mal dabei? Jetzt muss ich einmal. Sind jetzt die 7. Spiele so. Und 6-mal waren wir dabei und haben tatsächlich auch insgesamt ein paar Medaillen erreichen können und einheimsen können. Und ja, jetzt schauen wir mal, was Paris so mit sich bringt. Wie lange machst du das noch und was ist so dein Weg? Also wie kann man sich immer auch wieder motivieren, da immer weiterzumachen und alles zu geben? Also letzteres, Motivation ist nie das Thema, sondern ich liebe, was ich tue. Das ist echt meine Passion. Und ich werde das auch noch ein bisschen weiter betreiben. Wie lange ich jetzt tatsächlich im Turniersport verweile, das werden wir sehen. Das ist eine beliebte Frage. Ich habe gesagt, ich werde auf jeden Fall noch einige Zeit machen, um von dieser Endfrage wegzukommen. Und es ist auch mein Beruf. Es ist mich damit zu beschäftigen, Pferde auszubilden, ja, tagtäglich. Das wird nie langweilig. Es ist anders als in anderen Sportarten, wo man irgendwann wahrscheinlich mehr noch den mentalen Sprung schaffen muss als den physischen. Und das ist eben im Reitsport gar nicht. Ja. Es ist wie mit Menschen sich beschäftigen. Es wird nie langweilig. Es gibt immer neue Herausforderungen. Jedes Pferd hat seinen eigenen Charakter, seine eigene Persönlichkeit, wie auch beschrieben. Und das macht Spaß. Und das will man ja auch pflegen. Und warum sollte ich damit aufhören, was ich am besten kann? Das ist auch das Schöne in der Arbeit mit Tieren, dass man dann immer wieder das aufleben lassen kann. Und was du gerade sagtest, man erlebt wahrscheinlich immer so viel Neues. Das kann man auch alles nachlesen in deinem Buch. Du bist auch auf Instagram und so weiter sehr aktiv. Also wer sich dafür dann interessiert, dem Reitsport ein bisschen näher zu kommen, gerne mal bei Isabel Werth vorbeischauen. Vielen Dank, dass du heute Morgen hier bist. Dankeschön. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.